Hallöchen und willkommen zur nächsten Folge von A Plague Tale Requiem. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, da lebte diese Frau noch. Und ja, leider nun nicht mehr. Und wir müssen weiter diesen Magister suchen. Dann machen wir uns mal auf die Socken, bevor wir uns hier auch noch anstecken. So, da unten sind wir hochgekommen. Hier ist alles voll mit Leichen. Das ist natürlich sehr merkwürdig, dass wir uns nicht anstecken, weil hier ist ja alles voll damit. Bitte sag mir, dass es hier ist. Auch voller Fliegen. So. Kommen wir hier raus? Nein. Hier kommen wir nicht raus. Wo sind wir denn hier? Stadt. Das Symbol. Er ist im Turm. Oh, wir sind in der Arena. Ach, ja. Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Oh, das ist mal ein Armenviertel, würde ich sagen. Wow. Das ist schon wohl schon etwas älter. Die Arena wurde wohl schon lange nicht mehr für Spiele genutzt. Seht euch das an. Und keine Menschenseele. Bestimmt alle tot. Und du bist ganz sicher? Tja, das scheint mal morsch zu sein. Sei vorsichtig. Ich hoffe, du bist nicht zu dick, Kleiner. Oh. Eieiei. Nicht zu viel bewegen. Oh. Lukas! Oh shit. Lauf! Hat wohl nicht so funktioniert mit dem Laufen. Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Buah. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wo sind wir da gelandet? Nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Das hört sich nicht gut an. Sagen, du solltest laufen, mein Freund. Sie sind hier. Nicht die Fackel fallen lassen. Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun. Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig, im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Oh, woher kommen diese Biester? Da kommen mehr. Sehr viel mehr. Lauf weiter. Es sind so viele. Nicht stehen bleiben! Ja, beweg dich doch, Mensch! Lauf weiter! Ja! Oh, Scheiße! Lauf! Renn, 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 renn! Schneller! Zack, zack, zack! Ist das ein Ausweg? Nein, es ist zu dunkel! Komm, schnell! Mach zu! Da bringt doch so eine scheiß Fackel nix! Ja. Nein. Die machen sich eine eigene Tür. Ja, das ganz war's. Toll. Nein, wir haben Licht. Noch sind wir sicher. Wir sind sicher. Alles gut. Ruhig bleiben. Bleib nah bei mir. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir. Ganz das werden vorsichtig. Wir sehen. Ich wusste es. Hab doch gesagt, sie sind hier. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo. Sie sind wegen ihm hier. Wir müssen doch schon länger hier sein, Mensch. Wir sind doch erst einen Tag da oder so. Oh. Hi. Die wurden wohl im Schlaf überrascht.
Ja gut, die können auch vorher schon tot gewesen sein. Das sollte reichen. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ey, das konnten die beim letzten Mal aber noch nicht. Wir müssen zum Turm, wo dort zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Haben wir vielleicht noch irgendwas, was wir gebrauchen können hier? Sieht nicht danach aus. Boah, das sind aber echt eine Menge Ratten. Sieht aber schon cool aus. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Natürlich. So eine kleine pisselige Fackel kann man natürlich wieder nie mitnehmen. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ja, finde ich auch. Oh! Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wie ist der denn reingekommen? Wurde angeknabbert und ist da noch hingekrabbelt, ja, wa? Sehr direkt, bitte. Besser wär's, glaube ich. Ach, guck mal, da ist der Rest von ihm. Lukas. Arme Sau. Wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Dann ist nichts mehr mit glücklichen Menschen in der Stadt. Da hinten. Wir müssen weiter. Gut, nach ich oben. Guck mich jetzt das nicht Feuer um. Hält. Vorerst. Vorerst. Gut, noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Das Licht reicht nicht bis zur Leiter. Das Schloss an der Kette wirkt schwach. Ich sehe es. Ja, auf sehr geht's. Gut. Gehen wir, schnell. Keine Zeit verlieren. Zack. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Also, ich nachdem nicht, wir gerade gesehen haben, dass die Ratten klettern können, fühle ich mich jetzt hier oben auch nicht wirklich sicher, muss ich ehrlich zugeben. Aber das scheinen die beiden ja schon wieder vergessen zu haben. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Hm. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Ah! Lukas! Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein. Hast wohl zu viel gefrühstückt. Die Leiter. Kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Ja, komisch. Ich bin größer wie du und bei mir hat's gehalten. Ich brauche Hilfe. Sie sind hinter mir her. Bleib ruhig. Noch ist alles gut. Ja, no. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Hm. Wofür ist die Acht da hinten? Gut. Sollte reichen. Ich brauche hier Licht. Kommt sofort. Erledigt. Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall guter nicht Fänger. Mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Der Teil mit dem Fall nicht mehr runter ist der wichtigste. Das war schrecklich. Danke. Warum kann er mit einer Fackel klettern und wir nicht? Gehen wir weiter. Das ist ja gemein. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Vaudons Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Oh.
Oh nein. Schon wieder. Oh, wir wollen nach oben. Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es gut, vielleicht gut. Solltest du jetzt gerade lieber an dich denken, anstatt an deinen kleinen Bruder, der in dem es zwar schlecht geht, der aber im Bett liegt. Wir sind die, die hier zerfleischt werden, wenn wir nicht aufpassen. Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Warum sind sie nicht mehr hier? Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. So, versuchen wir es. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Sieht verschlossen aus. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Wow. Oh nein. Hörst du das? Oh nein, bitte nicht. Na, ganz toll. Lassen wir die Ratten frei, ihr, oder wie? Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Ja, gute Frage. Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Ja. Das ist Schwefel, oder? Was denn? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Ach, da das. Oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Ja. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Ich würde gerne mit dem Aufzug fahren. Hallo? Ach so, ich kann da drüber laufen dann. Okay. Dachte, ich müsste mich unten draufstellen. Bereit! Wie? Ach, da hinten muss ich hoch. Okay. Wir verschwenden Zeit. Ich mach doch schon. Zeichen. Ja, lass los. Lass es bleiben. Klar doch. Los, schneller. Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, eins nach dem anderen. Und. Ja. Ah. Ja, war gut. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Gut, aber das wird nicht genügen. Nicht fallen! Danke, Lukas. Hatte ich nicht vor. Und du? Das werden sie mögen. Oh, shit. Da krabbeln sie schon wieder nach oben. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Glaubst du echt, die haben noch ein... Was ist drin?
Sättigungsgefühl. Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Hm. Ach so, Wechsel. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow. Was zur Hölle? Auf die Feuerbecken? Das war hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Da hinten sind noch mehr. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Ja. Na, daneben. Ich stehe fast direkt davor und trotzdem daneben. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche. Das ist schon ein Weilchen her, würde ich sagen. Aber gut, wenn das von den Römern ist, dann klar, dass die Arena lange nicht mehr benutzt wurde. So, nu. Ach, da oben ist noch ein Feuerbecken. Auf Stein wechseln. Noch Ratten. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Wie er geblendet ist. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Jetzt. Oh, cool. Ja, los. Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Ja, müssen wir gleich unten einsammeln, den Topf, der da noch liegt. Wir haben ja jetzt einen verbraucht. Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na dann, geh mal darüber und verjag die Ratten. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Warum bin ich immer der arbeiten muss? Ja, kein Tontopf vergeuden hier, wenn ich ihn nicht brauche. Käfige. Ach, ich hab den Topf vergessen. Sie haben hier noch mehr Tiere. Na gut, hier ist auch noch einer. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Was ist das eigentlich mit Taschenherstellung? Gibt's das hier? Nee. Ich hab hier Fertigkeiten. Ach, da oben kann man noch wechseln. Codex. Doch, Herstellung. Ach, das muss ich alles erst wieder lernen. Ich kann noch nicht mal sehen, was ich alles lernen kann hinterher. Okay. Das ist anders wie beim letzten Mal. So. Da hinten. Machen wir da schon mal Feuer. Da muss ich oder will ich hin. Scheint nichts Fackelmäßiges zu geben. Muss ich so einen Top hinschmeißen wahrscheinlich, ja? Das Ding selber steht im Dunkeln. Uncool. Wieder zurück. Oh Mist, ich hätte. Ja gut, hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Das hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Was war das für ein Tier? Käfige mit Tieren. Okay, das war kein Tier. So. Nochmal. Ach, ich habe keinen Ignifer mehr.
Oh, den da hinten habe ich gar nicht gesehen. Hätte ich das jetzt eigentlich vermeiden können, wa? Ja, schön. Genau, lasst es euch schmecken. Ich gehe dann mal. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Es funktioniert. Auf geht's. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Endlich. So. Auf dein Signal. Los. Hast du das gehört? Oh. Könnte sein, dass die das hält nicht. Lauf. Wir müssen zum Aufzug. Lauf. Schnell. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Oder einfach nur Glück genannt. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudon. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Ein wenig, ja. Wir sind aber noch nicht da. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Ja, hoffentlich bleibt das so. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss, ja. Woher wollt ihr dort wissen, wie es vorher hier aussah? Wenn es ein Armviertel war? Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Und da oben ist was. Hier unten auch. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Ja. Nach außen hin sah es auch sicher aus, oder? Wo wir angekommen sind. Woher sollten wir das wissen? Dass es eben nicht so ist. Jetzt hier raus. Oh. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Hohe Pflanzen, da oben war ein Tisch zum Verstecken. Gibt's hier Gegner? Sehe jetzt gerade nichts. Da hinten sehe ich was leuchten. Wie viele Menschen starben hier? Oh. So einem engen Ort. Eingesperrt. Hat der Bisse wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Hm.
Oh, da oben ist auch einer. Den hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Was mich sehr freut, ist, dass man anscheinend, oder dass man unendlich Steine hat, dass man die nicht erst sammeln muss. Das finde ich sehr gut. Das freut mich. Hoffentlich wird er nicht gesehen, wenn ich ihn jetzt ausnock. Keine Zeit zu verschwenden. Was zur Hölle ist das für ein Geräusch? Ja komm, geh da hin. Darfst du gerne da hochgehen? Du bist der Nächste, der umkippt. Ein bisschen zur Seite gehen, ist auch okay. Klar. Aus dem Weg. So, hier ist noch einer hergelaufen, da hinten. Frage ist, ob sonst noch irgendwo einer rumdümpelt. Was war das? Oh. Okay. Er wurde gefunden. Scheiße. Oh, ich komme hier hoch. Oh, oben ist immer besser wie unten. Ein Toter. Er wurde ermordet. Ein richtiger Blitzmerker. Mensch. Herzlichen Glückwunsch. Blöd ist, dass der einen Helm auf hat. Also den kriege ich so nicht ausgenockt. Wo läuft er jetzt rum, ist die Frage. Wo ist er? Scheiße. Oh. Wo ist er hin? Verdammt. Da hinten ist noch einer. Na, so weit komme ich mit meiner Schleuder bestimmt nicht. Oh, scheiße. Verdammte Drecksbäger, woher will er wissen, dass wir das waren? Er hat uns doch gar nicht gesehen. Oh, scheiße. Wo gehen wir jetzt lang? Kommen wir hier runter? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Ja. Bis hin. Da unten. Das ist natürlich jetzt echt doof, dass ich keinen Nahkampf habe, irgendwie um den da auszumerzen. Aber gut, schleichen wir einfach mal hinterher. Gucken wir, wie weit wir damit kommen. Hugos Leben steht auf dem Spiel. Ah, nein, 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 er kommt zurück. Er kommt zurück. Ist das jetzt dein Ernst? Du jetzt schön auf den Kopf springen. Zack, ist er erledigt. Ach, das wär's. Das wär so schön. Hier ist garantiert nichts. Ja. Dann geh endlich. Danke. Sehr nett von dir. Ich gehe dann mal. Oder wir gehen dann mal. Scheiße. Was? Ratten, sie kommen. Habt ihr mich gesehen oder was? Nein. Oh nein! Ah, schnell aus. Scheiße, den kriege ich nicht. So, und du? Ja, jetzt hocken wir hier. Ah, warum? Oh nein! Oh, wo kommt der denn her? Der war ja jetzt mies. Wo ist der auf einmal hergekommen? Och, euer Ernst? Ich muss jetzt alles neu? Ach, nee, das ist doch kacke. Also, wir warten, bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Alles nochmal im Schnelldurchlauf hier. Und deine Entscheidung. Er
ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Jetzt aber echt kacke gelaufen. Wir wissen, dass da Ratten kommen. Können wir einen Stock mitnehmen direkt? Geht das? Oh, Mist, da kommt einer. Schnell rein hier. Er sieht hier gleich den Typen. Wo ist er jetzt hin? Der stand doch gerade in der Tür, oder nicht? So. Fallen lassen. Erstmal die Typis ausnocken hier. Wir haben Gesellschaft. Der Typ kommt jetzt natürlich hier hin, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wir haben Eindringlinge. Und der kommt jetzt hier. Jawohl, natürlich. Der läuft jetzt ganz woanders lang wie gerade. Er kommt her. Blitzmerker. Verdammt! Wo ist der Typ jetzt? Ja, genau. Lauf, 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 lauf. Nein, nein, Ratten, nein, nicht laufen! Ach, scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! So. Geh weg! Scheiße! Lauf! Lauf! So. Versuchen wir gleich das einfache Durchrennen. Gucken, ob das funktioniert. Sie brechen aus. Sie sind uns gefolgt. Nein, wir haben keine Zeit. Ach Mensch, das gibt's doch gar nicht. Jetzt geht's aber rund hier, wirklich. Also. Im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Ratten! Sie kommen! Was? Wir haben Angst vor Licht! Findet Licht! Sie brechen aus! Sie sind findet gefolgt. Licht. Nein, wir haben ich müsste jetzt einen Stock finden erstmal. So. Nächster Versuch. Die haben doch nur so Kack-Äxte, oder? Mit ihren Fackeln. Kommen wir jetzt da durch? Bringt das was, wenn ich das anmache hier? Scheiße. Oh, wir müssen vor dem abhauen. Oh no, da ist noch einer. Los,
Lauf! Menschenskinder, wo muss ich hier lang? Sie haben uns! Hier hat uns gar keiner. Na, mach an. Mach die Scheiße an! Och, das gibt's doch nicht! Ey, unfassbar. Und schon wieder, ey. Das ist... Lukas, das ist unsere letzte Chance, ihn zu retten. Ja, wir müssen Magister Vodor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Wir wollen mich doch verarschen, wirklich. Ah, ich muss doch erst den Typen erledigen. So eine Scheiße. Scheiße, lauf! Richtig, lauf! Sag ich doch. Scheiße. Sie haben Angst vor Licht. Findet Licht. Sie brechen aus. Sie sind uns gefolgt. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen fliehen. Arno wird einen Plan haben. So wird er es nie herrschaffen. Nächster Versuch. Gut, der scheint diesmal gar nicht gemerkt zu haben, dass die Typen anderweitig gestorben sind. Der scheint zu denken, die sind einfach von den Ratten gefressen worden. Das ist schon mal gut. Hier oben war der Bogenschütze. Den knocken wir jetzt aus. Im Moment wurde noch nichts entdeckt. Das ist sehr gut. Warum nicht gleich so? Wo gehen wir jetzt hin? Gut, da unten machen wir schon mal das Feuer an. Da ist die Tür, wo wir hin müssen anscheinend. Oh nein, nicht mit dem... Ach Mist, jetzt habe ich die mit dem Tontopf geschmissen, das ist doof. So, da unten. Komme ich da hin? Nein, komme ich nicht. Ah, da ist eine Kiste, da will ich noch hin. Habe ich noch was zum Werfen? Ja, gut. Warum nicht gleich so? Sieht doch schon mal viel besser aus. Ja, da sind nur Stöcke, da will ich jetzt nicht hin. Kommen wir hier durch? Jawohl. Gut, jetzt müssen wir da die Dinger anmachen. Dafür brauchen wir noch zweimal Ignifer. Na gut, das machen wir mit der Schleuder am besten. Damit wir auch wirklich treffen. So. Oh, was passiert da denn? Oh, ich dachte schon, die werden jetzt zu irgendwie was Größerem. So, jetzt müssen wir sie noch einmal ausnocken hier. Mit einem Tontopf. Und lauf! Gott sei Dank. Das ist jetzt auch. Mann, Mann, Mann. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vodor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig. So friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein.
Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut. Ja, gut. Optimistisch. Guck mal. Die Ordensloge. Ja. Dann wollen wir uns doch mal umgucken. Bringen wir diesen Magister Vaudan zu Hugo. Aber nicht in dieser Folge. Wir sind am Ende angelangt, meine Freunde. Am Ende wurde es ein bisschen stressig. Ich bin leider ein paar Mal draufgegangen, aber gut, gehört halt dazu. Ist halt das erste Let's Play in diesem Spiel. Ich kenne es nicht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Haut die Glocke an, damit ihr auch die nächste Folge mitbekommt. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.